Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Atomic Zock zu einer neuen Folge Transport Fever 2. Und ja, ich hatte es gerade gehofft, dass der Zug da hinten direkt rausfährt. Das wäre ein schöner Start gewesen. Dem ist leider nicht ganz so. Wie lange müssten wir noch warten? Noch ein bisschen. Zwei Fahrgäste fehlen noch, einer jetzt noch. Na gut, wir haben eh was anderes zu tun, denn wir müssen in die Richtung, in die der Zug auch fahren würde. Wir müssten nach Weiterstadt. Und zwar haben wir hier folgendes, ja, Problem in Anführungszeichen. Wir haben ja hier unseren Bahnhof und wollten jetzt davon hier oben entlang, also hier hinkommen. Wie, wissen wir noch nicht. Wir haben hier, glaube ich, auch noch irgendwo einen Tunnel liegen. Ja, hier vorne. Und hier ist jetzt die, so, da ist jetzt die andere Kehrschleife. Oder Kehrschleife ja nicht, sondern der andere Tunnel. Und ja, wir kommen hier recht schwer auf die Höhe. Und das Problem wird sich eben auch in die andere Richtung dann zeigen, wenn wir hier oben den Bahnhof haben, auf 130 Meter Höhe. Noch ein bisschen dichter mal rangehen, dann dürfen wir nämlich auch bauen. Also selbst wenn wir jetzt hier komplettes Gefälle haben, dann sind wir hier immer noch relativ hoch. Wobei das vielleicht sogar noch geht. Wenn wir von hier aus dann hier schon runtergehen und uns hier erstmal orientieren. So ein bisschen hier in die Richtung. Wir können ruhig das steilste Gefälle nehmen, hier in dem Bereich. Und dass wir dann hier so langsam rauskommen. Machen mal jetzt das Ganze hier so weg. Kämen wir hier raus, könnten hier hinten vielleicht entlang. Wir wollten ja hier so grob den Bahnhof machen. Einfach aus dem Grund, weil wir hier Gewerbe und Industrie haben und dementsprechend dann von den Emissionen her die Einwohner nicht ganz so sehr belasten. Aber das wäre denn sogar möglich. Nur die Frage ist, wie kommen wir jetzt von hier aus relativ schön hoch? Was haben wir denn überhaupt für eine Höhe? Ja, ist auch relativ weit unten das Ganze schon. 30 Meter. Na gut, 100 Meter müssten wir abbauen. Und wir kommen von hier, kommen wir von 0. Wir haben hier nochmal 30 Meter mehr. Und deswegen kommen wir nicht von hier unten. Wir haben ja den hier sogar noch auf, man sieht es ja, minus 2 gelegt. Also eigentlich unterhalb der Wasseroberfläche. Und deswegen haben wir hier so arge Probleme, hier hochzukommen, weil wir 35 Meter bis 40 Meter mehr an Höhe machen müssen. Und ja, streckenmäßig wird das ungefähr dann die gleiche Distanz sein. Und ich habe mir mal so ein paar Gedanken gemacht, was wir machen könnten. Wir können jetzt versuchen, hier diese Strecke wirklich so irgendwie hier durchzuziehen. Genau. Ja, mit dem Layer 4 arbeiten, sehen wir die Gleise hier auch ein bisschen besser. Also ist nur so ein kleiner Trick, kann man sich Geschwindigkeiten anzeigen lassen und dann sind die Gleise in der Regel ja etwas besser sichtbar. Genau, wir können also entweder hier hinten den größeren Bogen fahren, ein bisschen weiter ausholen, hier den kleineren Bogen nehmen. Dann kämen wir hier aber auch später raus. Ich glaube, hier oben kämen wir raus, also quasi kurz vom Bahnhof, den wir hier platzieren möchten. Und wenn wir dieses hier nehmen, war es, glaube ich, irgendwo in diesem Bereich, wo wir hier rauskommen. Ist alles jetzt nicht ganz so schön. Mit dem Personenzug würde ich ganz gerne in diese Richtung schon rausfahren. Da wir aber denn hier jetzt nicht zwangsläufig hin müssten, wenn wir hier aus dieser Richtung rausfahren, also können wir ja auch eben gucken, dass wir ja, vielleicht auch sogar hier nochmal unterhalb der Straße entlang fahren. Oder hier hinter und dann hier die Schleife so drehen und dann ja, im hinteren Bereich hier vielleicht irgendwie einen kleineren Tunnel zu haben. Na gut, das ist aber auch schon wieder den 180 Meter, was wir hier haben. Dann zu 130, ne? Da müsste man nochmal schauen. Ja, das wird hier alles. Alles nicht ganz so schön. Also da kommen wir um einen etwas längeren Tunnel. Wenn wir das halbwegs, ja nicht halbwegs direkt, aber nicht jetzt mit elendig vielen Schleifen bauen möchten, dann kommen wir um einen Tunnel nicht herum. Was wir machen könnten, wäre hier so ein bisschen den Berg abtragen, dass wir hier dann quasi eine kleine Schlucht dazwischen machen, dass wir dann hier nicht
so lange im Tunnel sind. Aber das können wir dann nochmal schauen. Und die andere Option, die wir haben, ist ganz einfach, wir machen auf die Seite doch das Gleis und nicht wie zuerst von mir letzte Woche, oder beim nicht letzte Woche, sondern beim letzten Mal, so lange ist das dann noch nicht her, dass wir auf dieser Seite hier starten möchten, sondern wir können ja auch hier rangehen. Und dann ja, müssen wir schauen, ob wir hier irgendwie noch vernünftig an Höhe gewinnen, dass wir hier auch noch rüberkommen. Notfalls gehen wir halt hier bis hier hinten und müssen diesen Weg hier in Kauf nehmen, dass wir die Höhe dann eben erreichen. Und dass wir dann außerhalb der Stadt hier rumfahren, weil wir hier uns schon so langsam in die Höhe schrauben könnten, sodass wir dann ja durchaus irgendwo von hier schon dann auf diese 130 Meter kommen und dann hier quasi auf einer Höhe da so raus und hier so langsam dann die Höhe abbauen über diesen Bogen hier hinten und dann hier irgendwann mal Richtung Boden wieder zurückkommen. Das wäre dann eine etwas längere Strecke und ja, eigentlich quasi eine kleine unnötige Schleife, aber wir hätten den Zug ja länger sichtbar. Also nicht, dass ich was gegen Tunnel hätte, aber das wäre quasi ja eine reine U-Bahn, die wir hier bauen würden. Und das finde ich dann doch nicht ganz so schön. Und was wir denn gleichzeitig noch nutzen könnten, wäre eben die Möglichkeit, dass wir hier nochmal vielleicht das Gleis hier verlängern. Das liegt in der passenden Seite. Und dass wir dann quasi von diesem Gleis aus dann auch irgendwo hier raus und dann an diese Güterlinie anschließen und dann hier oben hinzukommen. Aber dann wird es so sein, dass wir diesen Bahnhof nicht wie erst angenommen hier mit Durchfahrtsgleisen haben und hier einfach einen Haltepunkt und irgendwo hier noch einen Anschluss für die Industrie plus eben Güterbahnhof für Rheinböllen an sich, sondern dass das Ganze hier oben dann enden wird in dem Bereich und hier nicht weiterführt, sondern dass wir dann halt hier runter hier hinten irgendwo lang gehen. Was zur Folge hätte, dass wir dann auch wiederum zwei Güterzüge bräuchten oder ja, nicht zwangsläufig hier hinten. Da müssen wir mal schauen. Also mit Lebensmitteln haben wir es hinten schon abgedeckt. Hier könnten wir auch gucken, ob wir das vielleicht dann doch mal per Straße machen. Ja, ob wir das Ganze hier ein bisschen nicht ganz so kurvig gestalten. Vielleicht sogar in so eine kleine, ja nicht Autobahn, aber irgendwas vierspuriges vielleicht machen, aber hier schön hochkommen oder einfach eine Überlandstraße, die halt 100 zulässt und dann damit LKW das Ganze noch machen. Und ja, mit den Maschinen müssen wir eh gucken. Da haben wir jetzt noch keinen Lieferanten, der irgendwas macht. Wir hätten ja hier einmal und einmal in Bremerhaven, also auf der anderen Seite eigentlich nie im Alsfeld. Da müssen wir noch mal schauen. Vielleicht ergibt sich auch noch mal irgendwas anderes. Natürlich können wir die jetzt hier oben dann anschließen und können dann von hier oben aus ein bisschen die Maschinen dann auch verteilen. Wobei ich dann halt da auch den Bogen wahrscheinlich ein bisschen anders schlagen würde und nicht direkt hier runter. Das ist aber alles sehr, sehr weite Zukunftsmusik. Und ja, diese beiden Optionen sehe ich jetzt eigentlich, dass wir entweder diesen Bogen hier weiter verfolgen. Also was wir hier auch machen könnten, hätte ich hier schon gesagt, dass wir hier so eine Schneise schlagen. Wenn wir jetzt hier die Gleise mal halbwegs treffen. Ach, es ist immer... Ja, jetzt haben wir einen Baum abgerissen. So ein Radiergummi für Schienen, das fehlt noch. Dass man... Ja, wieder einen Baum getroffen. Dass man etwas großflächiger auch Schienen abreißen kann. So. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel... Oh, hier haben wir immer noch die Tunneleinfahrt. Die wollen wir natürlich auch nicht haben. Genau, und den Baum auch nicht. Warum wollen wir schon den Baum haben? Nee. Das war nicht ganz beabsichtigt. Jetzt hätten wir hier wieder einen Tunnel. Und wir können das Ganze aber auch hier so aussparen. Wäre das natürlich ein bisschen teurer. 6,6 Millionen. Wir haben das Geld, also insofern ist es nicht ganz so tragisch. Der Tunnel würde auch noch zu erhöhten Unterhaltskosten für die Gleise führen. Also irgendwann rechnet sich das Ganze hier. Natürlich ein bisschen länger laufen, aber das würde dann halt auch
so gehen. Das Ganze können wir vielleicht ein bisschen runterdrücken, dass es nicht ganz mehr so wieder reingeschlagen aussieht. Hier können wir das Ganze auch noch ein bisschen anders gestalten vom Berg her. Und dass wir uns dann hier wirklich so außen am Berg hochwinden. Und hier das Ganze vielleicht auch nochmal so machen. Weil wir hier wirklich schon sehr, sehr tief drin sind. Vielleicht können wir hier sogar den Tunnel mal in Kauf nehmen. Und irgendwo, keine Ahnung, in diesem Bereich hier anfangen, dann wieder ans Tageslicht zu kommen. Das wäre eben die andere Möglichkeit, die wir denn hier so hätten. Das Ganze eben so gestalten. Was andere hätte, er hat beides so seinen Reiz. Hier wäre natürlich eine eher längere Strecke um die Stadt herum. Und da habe ich dann wieder die Befürchtung, das hatten wir ja hier hinten auch schon gehabt, ganz am Anfang dieser Staffel, dass wir von hier aus versucht haben, ich glaube, wir sind hier oben irgendwo lang, haben wir da hier den Bogen geschlagen und das hat ja vorne und hinten kein Geld abgeworfen. Ich meine, jetzt sind wir aktuell ganz gut dabei, müssen aber ja auch nicht schauen, dass wir unnötig unsere Einnahmen kaputt machen oder unseren Gewinn kaputt machen. Das können wir ja durchaus auch eher noch gewinnorientiert bauen, das Ganze hier. Wir können gerade einmal schauen, was überhaupt die Linien so machen. Okay, RW2, Schillings für das Bremerhaven. Er hat noch mit einem Minus. Ja, vielleicht ist der Zug auch ein bisschen lang. Er steht jetzt gerade in Schillingsfürst, ne? So wie das aussieht. Ja, das ist definitiv Schillingsfürst. Ah, steht hier auch. Ja, wer lesen kann. Ja, und jetzt fährt er halt mit 41 Passagieren dann Richtung Bremerhaven. Und dann ist halt die Frage, wie viel warten inzwischen in Bremerhaven? Das ist hier 25. Also vielleicht könnten wir hier wirklich auch diesen Zug kürzen. Dass der nicht ganz so hohe Unterhaltskosten hat. Das, ja. Und dass er dann halt schneller voll wird. Und wir nicht unnötig bezahlen müssen. Wobei RB1 Neubrandenburg Richtung Bremerhaven aktuell auch mit einem Minus fährt. Ja, da haben wir hier auch nicht mehr ganz so viele Leute drauf. Also, wir haben ja eben elendig viele gewartet. Jetzt kommen wir natürlich wieder von einer Sache zur anderen. Okay, der Schienenbus fährt hier gerade los. Und wo haben wir die S-Bahn? Die steht hier drin. Mit aktuell 35 Leuten. Also vielleicht könnten wir hier auch den Takt reduzieren, dass wir nur noch die S-Bahn einsetzen. Natürlich auch eine Möglichkeit. Die Bushaltestelle hier läuft einfach über. Was haben wir hier für Busse? Der kann 15 mitnehmen, der kann auch 15. Und was ist das hier? Der kann sogar 16. Ja, jetzt kommen wir gerade wieder auf eine ganz, also zu einer ganz anderen Baustelle hier, aber gucken wir einfach mal kurz. Das ist der Bahnhofsexpress. Da stehen 119 hier unten am Zopf und 51 auch hier oben. Da würde ich dann, ja, packen wir noch einen Bus drauf oder vergrößern wir die Busse, dass wir hier auch einen längeren Bus vielleicht noch einsetzen. Wo sind die denn gerade so? Er steht hier, er, okay, komm, dann vergrößern wir diesen Bus hier. Da schauen wir mal schnell, kurz im Pausenmodus, bevor er da oben angekommen ist. 15 Passagiere hat er an Bord. Ja, Passagiere. Gucken wir einmal nach der Kapazität. Und das ist jetzt ja unser primärer Augenmerk, den wir jetzt hier haben. 26, der wäre natürlich auch ganz schön. Haben wir, glaube ich, aber jetzt in, wo haben wir den eingesetzt? In Schillingsfürst? Nee, in Schillingsfürst nicht. In Weiterstadt haben wir die, glaube ich, ne? Jetzt komplett genommen. Ja, wäre natürlich auch möglich hier. Mit dem Hänger hinten dran. Oder so ein. Der könnte dann 22 mitnehmen. Ja.
Warum ist der hier so viel teurer? Na gut, der fährt noch schneller. Ja. Okay, der hier wäre aber teurer. Kann weniger mitnehmen. Und die Geschwindigkeit brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Nehmen wir diesen Bus hier. Ja, ist alle egal, mit dem blauen. Und ersetzen hier mal. Und den Bus, oder? Der andere ist hier unten losgefahren. Ja, der fährt gerade los. Den Bus ersetzen wir dann auch. Durch diesen blauen. Und gucken dann mal, ob wir damit so ein bisschen Herr der Lage werden. Und der muss jetzt hier relativ schnell eigentlich losfahren. Ist jetzt ja voll. Möchte noch nicht. Na doch. Jetzt geht's los. Lasst uns einmal kurz hier den Bus in den Fokus nehmen. Und hier mal so schauen. Und hier ist die Linie umbenennen. Jetzt habe ich es mir angeschaut. Ja, die Linie umbenennen. Da ist ein Express 1. Falsche Richtung. Ja, guck mal, dann haben wir hier die, dann haben wir die 1 da stehen. Es ging auch irgendwie anders. Ich weiß nicht mehr genau wie. Noch mit spitzen Klammern war. Ja, irgendwie kriegt man auch, dass da was X drin steht. Ja, aber dann ist das hier eben noch halt erstmal als 1 hier so rein. Muss da unbedingt der Strich sein, ich glaube auch nicht dann. Nee. Das ist jetzt die Linie 1. Bietet sich bei den Bussen ja an. Ich glaube, die anderen kriegen das auch hin. Muss gerade mal schauen, da ist noch der alte Bus, der das auch kann. Ja doch, hier hinten sehen wir es ja schon. Hat er jetzt hier auch die 1 drin stehen. Okay, gehen wir wieder zurück. Sonst kommen wir hier gar nicht mehr weiter. Also an der Stelle würde ich dann sagen, machen wir hier einmal die Ausgrabungen. Vielleicht finden wir ja auch noch irgendwelche Schätze. Man weiß es nicht. Und bauen das Ganze dann hier für 6,6 Millionen. Können dann hier so einen ja, kurzen Tunnel machen. Also je nachdem. Kurzen Anführungsstrichen. Ah, hier sind wir auch noch relativ weit unten. Ah, vielleicht können wir es wirklich in so einem letzten Moment hier an der Stelle. Ja, das ist eine Hauptverbindung, das wissen wir, aber die brauchen wir selber aktuell erstmal nicht, deswegen kappen wir die. Und gucken dann mal weiter, wie wir hier rauskommen. Das Ganze jetzt hier. Ja, okay. Und hier so ein bisschen ausgraben. Gucken wir einfach, wenn das nicht gut aussieht. Dann können wir das Ganze wieder zurückbauen. Das Schöne ist ja an Transportfieber 2, dann wird diese Aussparung hier auch wieder aufgefüllt. Ja, wenn wir das hier hingehen, dann können wir noch den vernünftigen Bogen hier so reinschlagen. Ich glaube, hier passiert eh nichts mehr. Aber da irgendwie in den Tunnel reingehen. Ja. Okay, das hier ist auch sehr interessant, diese Straße hier. Also nehmen wir mal weg. Oh, das sieht schon wild aus. Sorgen wir hier mal für ein bisschen. Ah, ist trotzdem noch so viel. Das kannst du ein bisschen langsamer hier anpassen. Okay, müssen wir hier mit der Straße gleich mal schauen, wie wir die legen. Vorne ist sie auch noch eher hinderlich. Gucken wir mal, das Ganze hier so ein bisschen. Bisschen, ja, nicht ganz so eckig machen. Ganz so kantig. Also wir können hier durchaus diese Felswand behalten, so ein bisschen.
Der Seite auch. Da haben wir vielleicht wirklich mal hier das Ganze durchgebuddelt. Und hier gleichen wir das Ganze ein bisschen weiter an. Okay. Ja, dieser Übergang hier unten, der sieht noch nicht ganz so schön aus. Aber irgendwie mag der auch nicht so richtig. Ja. Ja, gucken wir mal. Dann haben wir hier das Ganze so als Ende. Ja. Auch noch ein bisschen. Ja. Sollte so, glaube ich, dann halbwegs brauchbar aussehen. Ja, dann haben wir hier so eine komische Bruchkante. Dürfte noch halbwegs funktionieren. Müssen wir mal schauen, ob wir die Straße hier noch jetzt haben. War schon die hier? Nein. Die ganz alten haben wir nicht mehr, die hier irgendwie zupassen würden. Das wäre eh dann schon vierspurig. Ja, dann gibt es die hier einfach und wir bauen die andere auch gleich um. Ja, sieht das denn aus von hier aus? Ah, geht hier runter. Ja, das ist aber so okay. Kommt durchaus vor, dass man so auch eine Brücke baut. Lasst uns mal schauen. Natürlich doch schon mächtig steil, ne? Diese Brücke hier. Lass uns das Ganze anders machen. Diese Straße, die führt dann so erstmal mit einer Kurve hierhin. Hier leicht runter. Ja, sicherlich nicht so. Hier gerade, aber das Ganze dann auch ausgehoben. Ja, müssen wir hier auch gleich ein bisschen Bergbauarbeit betreiben. Können hier vielleicht ein bisschen runter. Dann kommen wir nämlich hier hinten auch wieder schön in diese Straße rein. Sollte grob so ausgerichtet sein, ja. Nur hat doch was, ne? Falls wir außen rum fahren. Hier machen wir dennoch was. Und die andere Straße, die geht dann hier kurz nach dem Tunnel raus. Ja, nicht nach oben. Und das Ganze aber auch nicht im Tunnel. So. Oh, ist doch höher als gedacht. Hätte ich mal vorher geschaut. Ja, und wieder musste ein Baum dran glauben. So. Jetzt hier eine Kurve hoch. Ja, so alles so okay. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir das Ganze auch wieder ein bisschen angleichen, nicht ganz so stark. So reicht das denn hier auch schon? Oh, gerade auf der Seite hier können wir so belassen. Ein bisschen hier noch machen. Und hier. Doch soweit ganz gut aus. In der Realität werden hier wahrscheinlich noch Leitplanken. Kann man auch hinsetzen, aber ich glaube, die habe ich nicht aktiviert und das würde, glaube ich, auch jetzt zu lange dauern, die vernünftig zu setzen. Die Straße erneuern wir auch noch. Mal bis hierhin. Und dann gibt es hier auch die neuere Variante. Okay.
Dann haben wir die Verbindung von Rheinböllen nach Weiterstadt per Straße auch wieder hergestellt. Wir müssen hier aber noch irgendwo Schiene kappen, und zwar genau hier. Ja, und wieder ist ein Baum weg. Ja, wir können gleich mal hier ein bisschen mit dem Baumpinsel drüber gehen. Dann sollte hier wahrscheinlich auch wieder eine oder andere Baum mehr stehen. So, haben wir hier noch irgendwas liegen? Nein. Sehr gut. Auch bevor wir es vergessen, gehen wir hier einmal mit dem Pinsel drüber. Was haben wir hier aktuell für einen Wald? Ja, so richtig gemischt ist der nicht, ne? Na, hier unten so ein bisschen, okay. Dann müsste man jetzt noch wissen, was man hier hat. Ja, Holunder lassen wir auch mal mit drinne. Die Föhre wahrscheinlich nicht. Ja, nehmen wir das so. Können das Ganze ein bisschen größer gestalten. Hier einmal kurz ja, von 0 auf 1. Ja. Dann kann man das Ganze hier so ein bisschen aufforsten. Haben wir hier doch den einen oder anderen Baum gekappt. Dann machen wir hier auch noch den Bereich ja komplett voll. Hier richtig schöne Waldstraße haben. Ja, hier machen wir gleich ein bisschen Kahlschlag. Können wir das ganze Tool noch mal ein paar vergrößern erstmal. Und diesen Bereich hier auch noch bewalden. Weil hier quasi das Ganze so ein bisschen weiter runterziehen hier. So. Okay, und hier läuft das denn so langsam aus. Hier oben haben wir noch mal so ein bisschen was. Können wir auch ein bisschen runtergehen von der Stärke her. Das Ganze mehr so nicht mehr ganz so dicht haben. Ja. Und jetzt nehmen wir das Radiergummi auf volle Stärke und gucken dann mal, dass wir hier die Strecke halbwegs freilegen. Durchaus auch ein bisschen großzügiger, dass da auch bei irgendwelchen Stürmen keine Bäume so schnell drauf fallen oder irgendwelche Äste. Das ist nun mal, wenn man hier so eine Strecke baut, dann ist da links und rechts auch manchmal so ein bisschen Kahlschlag angesagt. Ja, sieht doch aber jetzt soweit ganz gut aus. Was wir machen können, ist jetzt noch hier an dieser Stelle hier unten einmal die Bäume rausnehmen und dann wirklich nur die kleinen Gewächse bemühen. Genau, die Größe, das Ganze aber dann etwas weniger stark. Ja, dann passiert da fast gar nichts. Aber es kann auch an der Werkzeuggröße liegen. Ja, mal gucken. Weil das hier ist durchaus, komm, da passiert da gerade gar nichts. Und durchaus gar nicht so unrealistisch, dass denn hier denn sich so ein paar Büsche und Sträucher bereit gemacht haben. Hier hinten dann auch noch mal so ein paar. Gucken, ob wir die jetzt nicht auf die Schienen stellen. Ach, durchaus auch hier mal ein bisschen rein noch. Diese eine Busch hier. Und die beiden hier direkt weg. Den auch, den auch. Ansonsten sieht das hier ganz gut aus. Okay, dann haben wir jetzt diese Variante, dass wir hier so hochfahren und können uns jetzt überlegen, wo wir hier den Bahnhof hinstellen. Ja, wird sich eigentlich ja hier anbieten, an diese Stelle. Da machen wir einen kombinierten Bahnhof mit Personen- und Güterverkehr. Also wir könnten natürlich hier auch sagen, wir schwingen nochmal hier rum
und setzen dann, mal gucken, ja, Personenbahnhof eher hier hin. Da fand ich ganz so weit weg sind von der Stadt. Aber ich würde das, glaube ich, oben wirklich kombiniert machen. Dass man hier ja wirklich nur ein Gleis bekommt für den Personenverkehr. Und daneben dann zwei oder drei Gleise. Anfangs erstmal würde ich da mit einem Gleis auch arbeiten, aber wir wollen hier vielleicht nochmal die Maschinen wegholen. Das heißt, wir müssen hier auch noch Stahl und Bretter anliefern. Also dafür uns die Option dann offen halten. Dass wir dann, ja, in welche Richtung überhaupt das denn ausweiten. Also ich würde. Wie würden wir hier den Bahnhof bauen? Also ihr merkt schon, das wird eine Aufgabe für nächstes Mal sein, diesen Bahnhof zu bauen. Kann man diese hier kombinieren? Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Müsste man einfach ausprobieren. Oder wir könnten ja hier mal schauen, ob wir einen etwas älteren Bahnhof bemühen. So viel älter habe ich hier gar nicht. Das ist hier einfach so ein Regionalbahnhof. So ein schlichter. Also den hier einfach mal hinstellen und gucken, was dann passiert. Mal den hier so hinsetzen. So an diese Stelle. Oberleitung haben wir. Durchgangsgleise 2. Dann haben wir hier nämlich direkt die Gleise dran und 80 Meter. Ja. Gucken wir mal, ob wir den erweitern können. Wir können den aber auch ein bisschen einmal nachsuchen, nach oben zu schieben. Ja, ja, so ein bisschen besser aus. Setzen ihn einmal so und gucken, was wir hier konfigurieren können. Ne, da können wir nichts machen. Aber was wir natürlich machen könnten, wäre jetzt eine Kombination. Dass wir dann hier einen Kopfbahnhof wählen. Wegen auch 160er Länge. Und ihn versuchen hier anzuschließen. Und auch so ein. Den direkt da hinten dran haben. Also hier direkt anbauen können wir nicht. Müssen wir ein bisschen Gleis noch zwischenpacken. Das wäre natürlich auch eine Option. Das wird mir so gar nicht mal so schlecht gefallen, muss ich sagen. Und bei den hier können wir dann noch was konfigurieren. Wenn wir jetzt hier nämlich, ja, das basteln wir gerade doch noch ein bisschen, können wir hier auch die Gleise dran setzen. Na, das ist nicht ganz richtig dran. Okay, gucken wir gleich. Wenn wir denn alles soweit anschließen möchten. Genau, wenn wir jetzt dieses Gleis hier wegnehmen, das brauchen wir nicht mehr. Wir kollidieren hier immer noch mit diesem Bahnhof. Liegt einfach daran, dass die Gleise ja genau passend gerade sind. Wenn wir das jetzt hier ebenerdig lassen. Da wollte ich nur so kurz verlängern. Dann das Gebäude hier hinten dran setzen. Und dann würde das sogar funktionieren. Wenn wir das Ganze einmal drehen, dass wir das Gebäude auf der Seite haben, das geht dann nicht, aber das ist ja kein Problem. Das bauen wir so. Nein, ich reiße nicht den ganzen Bahnhof ab. Das wäre dann doch ein bisschen viel. Wir können das hier abreißen. Haben wir hier eigentlich Möglichkeiten, andere Plattformen zu wählen? Nein, nicht. Gütergebäude ja. Die haben wir, aber das war es dann auch.
Okay. Okay, das würde hier wirklich hingehen. Hier hinten nicht mehr. Ja, das geht nicht. So wird das mittlere Nebengebäude. Machen wir hier ein Hauptgebäude. Und genau. Das Ganze so. Dann haben wir hier auch direkt den Anschluss an die Fabrik. Das ist sehr gut. Sieht natürlich jetzt gerade nicht ganz so schön aus. Da können wir gerade noch mal schauen, ob wir hier irgendwas machen können. Aber ja, die Größe brauchen wir nicht. Können wir etwas kleiner gestalten. Ne, hier haben wir keine Chance. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Dass wir quasi doch noch ein zu weit dran sind. Okay, ich sehe schon, wir sind wieder weit über die Zeit. Und wir bauen uns hier gerade noch einmal um. Das reißt man so weit ab. Das auch. Nein. So. Dann können wir jetzt hier. Jetzt wird einfach eine Plattform dranhängen. Und reißen das Gleis mit ab. Das braucht man nämlich nicht. Gehen hier wieder auf Konfigurieren. Können dann auch hier die Plattform auch noch wegnehmen. Hätten das Ganze so. Und können dann jetzt hier nochmal schauen, wenn wir das Gebäude jetzt hier hinsetzen. Ja, das sieht doch dann besser aus. Können wir hier noch ein bisschen bemalen? Ist das vollkommen okay. Ich bin ganz schnell überlegen. Alternative wäre natürlich, das Ganze dann höher zu setzen, aber hier so ein bisschen noch hochgehen. Dann hätten wir jetzt hier wirklich auf einer Höhe. Müssen wir aber so machen, dass wir das Ganze hier einmal abreißen. Genau. Machen wir so. Dann ziehen wir das Ganze hier auf diese Höhe. Dann reißen hier nochmal das Gleis so weit ab. Oh, sieht auch gut aus. Legen dann hier nochmal das Gleis. Jetzt gerade. Oh, sind wir auch hier auf dieser Höhe. Und hier jetzt nochmal ein ganz kleines Stückchen. Einfach nur gerade gehen. Hätten dann hier den Bahnhof dran. So, aber jetzt muss es doch funktionieren. Mal so rum wird es auch nicht gehen. Genau, das ist das Haus im Weg, das Gebäude. So können wir das Ganze aber bauen. Und bevor wir jetzt hier alles abreißen, gucken wir uns einmal an, wie das denn jetzt hier aussieht. Ja, das sieht doch richtig gut aus. So nehmen wir das. Hier außen das Kleine, hier in der Mitte wieder mittlere oder kleine Hauptgebäude, kleine Nebengebäude und das mittlere Hauptgebäude. Hier hinten reißen wir einfach das ab und hätten jetzt hier auch schon unseren Güterbahnhof platziert in Rheinböllen. Auch sogar schon zweigleisig. Hier können wir vielleicht mal gucken, dass das hier nicht ganz so extrem abfällt. Jetzt haben wir es ja parallel ausgerichtet. Jetzt können wir ja auch von hier aus erstmal sagen, wir möchten hier hin. Und hier vielleicht wirklich noch bis hierhin gerade lang gehen. Einfach mit dem Hintergrund, dass wir hier noch eine Weiche platzieren können. Und 60 reicht. Wir wollen hier nicht mit irgendeiner großartigen Geschwindigkeit in diesen Bahnhof ballern. Wenn wir hier müssen, müssen wir das Ganze eh noch mal ein bisschen anpassen. Okay. Das wäre hier hinten. Ja, wir kommen hier auf jeden Fall aber auch rein. Hier wird es aber noch erst noch ein bisschen geradeaus gehen. Wenn wir mit den Gleisen dann hier auch reinkommen. Ja, aber das machen wir dann wirklich alles beim nächsten Mal. Wir sind jetzt schon bei 42 Minuten fast.
Ja, mit diesem Blick hier, dass wir einfach noch alles hier richtig fertig machen, bedanke ich mich dann fürs Zusehen und würde mich dann freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin, macht es gut und bleibt gesund. Ciao, ciao.